dachte, dieser Moment, wenn man schon zum zweiten Mal versucht, eine Story im Auto zu machen, weil Insta wieder rumgesponnen hat und es nicht hochgeladen hat, beziehungsweise ich keinen, ohne Ton irgendwie, keine Ahnung, es geladen hat. Also ich versuche es kurz zu machen. Ich habe gestern dieses Gerät versucht auszuprobieren. Ich muss da so viel nachlesen. Da gibt es einfach so viel, extrem viel in der Anleitung nachzulesen, Bedienungsanleitung. Und ich check das auf keinem Auge. Also da steht so viel Zeug drin. Ich sag mal so, da vergeht einem die Lust aufs Kochen, muss ich euch ehrlich sagen. Da steht drin irgendwie, dass ich muss mal mein Radio leiser machen. Das kann so nicht weitergehen. Big FM ist mir da viel zu laut. Und auch meine Lüftung. Es ist jetzt gar nicht frisch oder so warm, dass ich die Lüftung anhaben muss. Also lange Rede, kurzer Sinn, es regt mich übelst auf. Ne? Also da steht drin, dass irgendwas beschädigt werden kann. Irgendwie das Gerät, wenn der Dichtungsring nicht richtig drin ist, dann kann das Gerät beschädigt werden. Und vor allen Dingen steht da auch noch drin, dass man sich schwer verletzen kann, dass die Klingen mega scharf sind. Und einfach, ich denke so, WTF, Mann, was ist da los? Da hat man gar keine Lust mehr auf Kochen. Aber ich sag mal so, meine Eltern hätten das Geld besser investiert, hätten sie mir das nicht zum Geburtstag geschenkt. Aber natürlich mega süß, dass sie mir das geschenkt haben. Ich versuche es zu nutzen. Ich muss auch gucken, die Rezepte ausprobieren, das Gerät, mich mehr damit vertraut machen. Ich denke, dann wird das Ganze schon laufen. Aber aktuell denke ich mir so, ich habe keine Lust, dieses Gerät zu nutzen mit diesen ganzen Sachen, die drin stehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass das, was ich geschrieben habe mit Natur pur, stimmt eigentlich schon, bis auf meine Zähne. Meine Zähne, die sind tatsächlich gemacht worden. Also ich habe eine Zahnspange getragen, 7 Monate lang. Ich bin sehr stolz drauf. Ich mag meine Zähne jetzt sehr. Das Einzige, sag ich mal, wo nicht echt ist, meine Zähne sind schon echt. Die wurden gerade gerückt, aber die Schneidezähne hier, ich rede so komisch, aber die Schneidezähne, also ich habe jetzt keine schön gemachten Nägel, Insta-Nägel, Influencer-Nägel sind nicht da, nicht on point, egal. Aber hier eine Schneidezähne, ihr seht, die wurden mit Kunststoff gemacht. Da wurde Kunststoff draufgeklebt, das sieht man nicht, das wissen nur die Leute, denen ich das sage. Ihr wisst das jetzt und meine Ängsten, ich weiß das auch. Die Leute, die mich kennenlernen, die wissen das nicht. Sei denn, ich sag ihnen das, dann wissen sie es. Aber so kann man das, weiß man das einfach nicht. Man sieht es nicht, ich bin stolz, ich mag meine Zähne. Das ist das Einzige, was nicht Natur pur ist, meine Schneidezähne. Insta schmeißt mich raus, ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Bis wann, bis später vielleicht, ciao. Bitte, dieser Moment, wenn man nur wegen 1,29 Euro einkaufen geht. Ich habe nur dieses Brot gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob man ab 10 Euro erst mit Karte zahlen darf oder nicht. Dieses Brot, 1,29 war jetzt extra im Aldi. Ihr wisst doch, wie sehr ich einkaufen hasse, aber ich brauche Brot. Ich habe kein Brot mehr da, nicht mal eingefrorenes Brot. Deshalb, ja, Katastrophe, sage ich euch. Ich habe dann erst bei der Kasse gefragt und sie hat gesagt, nö, da kann man auch schon ab 9 Cent mit Karte zahlen. Hätte ich das gewusst, egal, ich zahle jetzt einfach. Ich habe jetzt einfach das Brot gekauft und wurde dementsprechend komisch angeguckt, weil ich mit nur einem Brot aus dem Laden gelaufen bin, ohne Einkaufswagen, ohne Tüten. Aber so bin ich. Ich fahre wegen einem Brot zum Aldi einkaufen. Also bis dann, Leute. Ciao.